Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. So, ich bin jetzt hier am Rückweg. Schon fast da. Hab noch nichts gesehen, Gott sei Dank. Und falls doch was kommt, ich bin bewaffnet. Ich habe jetzt ziemlich viel mitgenommen. Von zu Hause. Weil wir sowieso viel Zeug, sowieso viel Zeug brauchen werden. Und ich hoffe nicht, dass hier irgendjemand kommt jetzt. Oh Gott, ey, ich hasse die Viecher. Schnell rein irgendwie. Ich habe auch keine Frames dabei. Nee, habe ich nicht. Ja, rein, runter. Hoffen, dass nichts kommt. Ich habe noch keine Kisten, ne? Keine richtige oder? Nee, noch gar nichts hier. Noch gar nichts. Komm, dann schmeißen wir erstmal hier rein. Erstmal leer machen. Ich habe wirklich jetzt einfach mal und Essen nehme ich mit. Ganz viel Zeug mitgenommen. Was noch so in den Schubladen war. Dass wir das erstmal in Sicherheit haben. So, da kann ich eh noch nichts mit anfangen. Rocket Launcher, ja, jetzt wird es gleich lustig. Hab ich hier noch irgendwas zum Schießen? Jo, die ist gut. Sortieren mache ich später. War immer zum Heilen? Nee, ne? Falls mich ein Hund erwischt. So, sehr gut. Wir müssen schnell Rucksack holen. Wenn er noch da ist, habe ich den noch nicht aufgemacht, den Ofen. Ist ja nicht wahr. So, ich möchte aber erstmal versuchen, die dann so zu kriegen. Scheiß auf Nahkampf. Rucksack. Boah, war das ein dämlicher Tod. Naja, kennt man ja schon. Eieiei, dann muss ich unbedingt Skillpunkte in meine Ausdauer und so weiter stecken. Und ich muss mir unbedingt hier eine Bedroll machen. Diese, die habe ich vergessen. Nämlich keinen Bock nochmal zu latschen, ist echt ätzend. So, jetzt gucken, wo das Baby ist. Oh, sorry. Rucksack. Mich hier angezeigt. Okay, dann liegt er wahrscheinlich genau da. Wie komme ich jetzt runter? Schauen wir mal, ob das irgendwie so funktioniert hier. Mein Gott, ey. Sorry, immer Frösche. So, ob das reicht. Doch, werden wir gleich sehen. Okay. Komm. Und so. Nehme ich mal direkt wieder mit hier. In der Tasche habe ich ja genug. So und so. Sollte passen. Passt. Wo ist der Rucksack? Oh Mann. Ich stehe genau da. Ich guck mal, ob der unten ist. Aber ich mach's nicht nochmal so. Das ist echt ein tiefes Loch. Ich glaube, ja, da ist alles klar. Boah. Gott sei Dank. Habe ich schon mal erzählt, glaube ich, ne? Auf PvP-Servern ist es sehr lustig. Da haben sich einige Leute Spaß gemacht, wenn man gespawnt ist. Direkt an dieser Stelle halt so ein Loch gebuddelt. Ohne Leiter. Das heißt, du spawnst auf dem Server und fällst runter und unten stehen Spikes oder sonstiges und dann warst du platt. Okay, fast alles da. Komm, dann ziehen wir den ganzen Schrott jetzt eben an hier. So, so, so. Die Nerdy Glasses auch noch und natürlich die Piercings nicht vergessen. Spiked Club. Shotgun ist schon mal richtig da. Die kommt aber eben. Warte mal, das und Shotgun. Perfekt. Ist auch nicht so ganz richtig. So. Ein paar Bandagen. Super, alles klar. Hallo. So, jetzt haben wir's. Die Leiter hängen wir wieder schrottig. Ah, sehr schön. Gut, dann wollen wir mal im Bunker gucken. Beziehungsweise wollte ich hier jetzt schauen, welche Koordinate war das denn hier? Das ist das, ne? Center on Player. Genau, okay. Das ist schon mal aufgeschrieben, aber der Zettel ist weg. Ich habe aufgeräumt. Nur 289. West. Gut, bringt aber noch nichts.
Ich brauche die Koordinaten hier, die brauche ich. Und dann hinbuddeln und zack, zack. Sehr schön. Läuft, funktioniert. Mann, 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 ey. Ach, guck mal, geht auch so. Perfekt. Boah, das dauert. Krasser Scheiß. Ah, lecker Kaffee. Schön abends um 9 Uhr. So. Perfekt. Was hier noch drin? Boah, ich muss alles sortieren, ey. Ich habe so viel Schrottes überall rumfliegen. Lass mal schöne Kisten machen. Noch Nägel hatte ich mir noch mitgenommen. Die liegen drüben drin. Und das machen wir auf jeden Fall. Wo habe ich denn Concrete Mix? Habe ich da noch ein bisschen was? Mal schauen, ob wir oben soweit jetzt fertig machen können. Oh, wenn ihr Woodframes. Ja, viel ist ja nicht mehr. Nehmen wir alles mit. Frei, frei. Wunderbar. So, machen wir nochmal eine Lage. Ach nee, das war das Problem, dass es nicht weiter ging. Weil wir hier keinen Platz mehr haben. Okay, dann machen wir erstmal Sortiermax. Machen wir irgendwie den Bunker safe. Und Essen brauche ich unbedingt. Ich habe zwar noch so ein paar Corn on the Cups hier. Aber das reicht ja bei Weitem nicht. Steine noch. Und ich muss unbedingt eine Forge basteln. Und das auch noch. Aber jetzt erstmal einen Schlafsack. Und hier irgendwie ein bisschen sicher machen. So halbwegs. Bäh. Und den Garten müssen wir noch ausräumen. Oh Mann, das wird auch noch eine geile Arbeit. Einmal schön alles platt machen. Eine Mauer drum ziehen. Ah, das wird aber ein schöner Garten. Bisschen Schrott. Achso, Türrahmen ist im Weg. Moment. So, jetzt kriegen wir auch die Blöcke hier wunderbar rein. Perfekt. Alles klar. Super. Doppelt absichern. Da kommen natürlich dann immer noch schöne, schöne, fette Türen rein. So, jetzt ist die Frage, wo machen wir uns denn hier unseren Lagerraum? Hier? Den raus und da schön die Kisten reinsetzen? Gute Frage, ne? Gute Frage. Hm. Wie machen wir's? Ich sollte mich jetzt erstmal sowieso rüberbuddeln. Rüberbuddeln, einmal hier sortieren. Das können wir mal eben schnell machen. So, alles mitnehmen. Schnellsortiermodus. Und alles, was wir jetzt erstmal nicht brauchen, irgendwie rein. Aber die werden wir noch brauchen. Die brauchen wir auch. Das, dann schmeißen wir hier zum Beispiel mal die ganzen Steine rein. Gut, dann nochmal drücken. Alles mitnehmen. Haben wir alles perfekt. So, Gläser, dann machen wir hier noch Sand rein. Und alle Baumaterialien irgendwie. Das brauche ich nicht. So, dann kommen hier Waffen und Waffenteile. Ach du, nee, Moment, da ist er. So, Waffen, Waffenteile, Werkzeug, kommt alles hier rein. Hm, Pupukaka. Brauchen wir auch nicht, den brauchen wir, aber das kann da rein. So, das ganze leckere Essen. Und der andere Rotz hier rein. Super, haben wir schon mal ein bisschen Ordnung. So, die Motoren kommen auch damit rein, das. Baumaterialien. Die kommen da mit rein. Die Spikes auch mal. So. Raketen, das haben wir. Motoren. Na komm. Alles findet seinen Platz. Da haben wir noch mehr Waffen und Gedönse. Munition, das Öl hatte ich auch schon drüben. Ne, Öl hatte ich noch in der Tasche, gehört aber für mich auch mit dazu. Okay, die Motoren kommen da nicht rein. Die kommen nochmal anders rein. Sniper Rifle, hallo. Kalippers auch nicht da rein. So, und die noch da rein. Das ist einigermaßen sortiert. So, rein. Dann kommen die Motoren hier rein. Kalippers auch.
brauche ich mein Geld. Da ist Geld. Da ist Geld. Ich habe kein Geld. Ich wollte gerade sagen. So, zum... Ja, zähle ich mal einfach das Baumaterial mit. Ich und mein Holz. So, sollen wir schauen, ob wir schon mal Forges machen können? Nee, macht noch keinen Sinn eigentlich, ne? Ich glaube, das macht noch keinen Sinn. Die Gläser. Okay, ein bisschen Brass-Zeug. Das erstmal alles hier rein. So, und... So ein bisschen random Stuff. Gut, super. Ist auch schon mal fast sortiert. So, die kommen auch noch da rein. Das auch noch da rein. Wunderbar. Ja, dann müsste ich jetzt eigentlich... So, warte mal eben kurz. Eben hier überlegen. Hier runter. 1016 Nord, ne? Nee, Quatsch. Warte mal, wenn ich genau drauf gehe. Doch, 1016 Nord. Muss ich von der Höhe her. Irgendwie glaube ich dem aber nicht so. Nochmal zurück, nochmal hier hin. Jetzt sagt er mir 1017 Nord. Aha. Zählt er 1016 Nord. Das Spiel will mich verarschen. Okay, ich brauche Leitern. Boah, wieder sehr viele Leitern. Das geht wieder sehr weit runter. Aber wenn die Verbindung einmal steht, dann sind wir wenigstens einigermaßen safe von den blöden Kötern. So, wie viel haben wir drüben gebraucht? Viele, ne? Machen wir nochmal 100 hinterher. Jo, das sollte soweit funktionieren. Hier runter und dann Richtung Westen. 1017 Nord. Und da hatte ich die Westkoordinate 2980. Das sind schon ein paar Blöcke. Aber Grundstein ist gelegt und ja, wenn ihr das sehen wollt, dann fröhliches Gebuddel. Dann geht's mal los hier. Ich habe übrigens nochmal vielen Dank an eure für die Kommentare, für eure Tipps zu diesem AVD-Muxer. Ich habe es mal mit zwei kleinen Dateien probiert, jeweils eine Minute groß, hat 1A funktioniert. Und dann habe ich mal versucht, zwei ganze Folgen aneinander zu setzen, da dann gestreikt ist. Deswegen muss ich mal einfach testen, ob das ja, mit so viele Stunden-Dingern funktioniert oder 10 Minuten, 12 Minuten, je nachdem. Oder auch vielleicht auch mit 3-4 Sachen. Das weiß ich jetzt noch nicht. Werde ich aber auf jeden Fall ausprobieren. Und das schaffe ich jetzt nicht, weil ich jetzt ein paar Tage nicht zu Hause bin und wieder etwas vorproduzieren muss. So. Aber das sollte hier alles sehr schön werden, wenn wir erstmal die Verbindung stehen haben, wenn oben der Garten fertig ist. Wenn. Und vor allem, wenn unsere Killgrube das erste Mal in Aktion ist. Also die 14er Horde kann kommen, bis dahin muss ich aber diesen Tunnel fertig haben hier. Das ist jetzt so die Abendaufgabe für den heutigen Abend. Ich hoffe, ich schaffe das. Das wird schon gut. Ja, eine Orga wäre natürlich schön. Ich glaube, im Schneebiom, nur bei den Schneemännern hat man eine Orga bekommen. Oder die Orga-Parts zumindest. Kettensägen auch. Müssen wir mal in Schnee jagen gehen. Und bezüglich dieser kleinen Vorkommen an der Oberfläche, die Potassium-Vorkommen zum Beispiel, ich habe mich mal im Testspiel wirklich runtergebuddelt bis zum Bedrock. Ich habe da direkt darunter nichts gefunden, bei 4 Stück. Also die Theorie oder die Aussage, da ist alles voll von dem Zeug, das stimmt leider nicht. Zumindest bei mir nicht. Vielleicht in eurer Welt, vielleicht ist da ja was, aber ich habe es hier nicht gehabt. Leider. Das ist wirklich randommäßig. Gehe ich mal stark von aus. Wäre sonst noch zu einfach. Also wenn einfach... Oh, jetzt einer. Boah, jetzt ist meine Tür zugescheppert hier. Meiner habe ich mich erschrocken. Entschuldigung. So, ja, geht ein bisschen nach unten. Also das hat leider nicht funktioniert mit dem... wir wollen uns einfach runter und da ist dann Erz. Nö. Hier nicht. Das ist so eine Aktion hier, da kannst du dann, ich habe schon überlegt, mir was zu bauen, irgendwie was dauerhaft W auf meiner Tastatur drückt und die linke Maustaste beschweren, dass du einfach, ja, in der Zeit einen Kaffee trinken kannst, auf Klo gehen kannst, während er sich hier so runterballert. Das war ja doch schon eine ganz schöne Strecke drüben. Und die Materialien, die wir kriegen, sind natürlich auch nicht zu
verachten nicht verkennt. Also wieder deutsche gute Leute. Wundert mich aber echt. Okay, eine Hundehorde hatte ich. Ja, zwischen den Aufnahmen, vor der letzten Aufnahme, ja. Aber sonst war es doch sehr ruhig. Muss ich sagen. Oder ich habe es einfach nicht mitbekommen, das kann ja auch sein. Da, da, da. Da, da, da. So, wie tief sind wir? Plus 14 immer noch. Wir müssen bis irgendwas auf minus 50 runter, glaube ich, ne? Ja, aber da haben wir schön Material für weiteren Concrete und können dann ordentlich bauen, bauen, bauen. Ich habe noch ein bisschen was, aber wie gesagt, wenn der Verbindungsgang steht, wird das Ding drüben fertig gemacht. Dann werden unten die Forges reingesetzt, beziehungsweise mache ich dann den Raum einigermaßen schick. Oder soweit fertig, dass man die Forges reinsetzen kann erstmal. Und dann wird da unten gecraftet. Und dann ist auch schon Tag 14. Ich hoffe, dass mein Zeitplan so aufgeht. Wenn nicht, dann ja. Und das Schöne ist halt, wenn die Hauptrode vorbei ist und wir alles gelootet und repariert haben, ja, da können wir auch hier rüber gehen oder gehen runter, und weil ich muss mir dann keine 3 Stunden immer noch die 2 Mannequins angucken, die da angerannt kommen. Hey, tot. Haupthorde, super. Alles, was danach kommt. Aha. Wir sind auf was gestoßen. Oh, Captain. Aber was? Kohle. Ja, super. Kohle ist gut. Und nein, ich werde nicht mit Kohle heizen, auf gar keinen Fall. Ich heiz weiter Himmelholz. Und noch mehr. Der Heidewitzka. Natürlich super. Ah, wenn das mehr wäre, schön Gravel durch. Bis unten hin. Aber gut zu wissen, dass hier was ist. So, wie viel haben wir? Ah, minus 23 schon. Guck mal, ist doch gar nicht mehr so weit. Und ich denke mal, da werden wir am Folgenende unten angekommen sein. Ja, so ist das. You wanna see it, you get it. Aber ganz ehrlich, die Latscherei, Viertelstunde, will dir doch keiner angucken. Das ist schon langweilig. Ich brauche noch ein zweites Bike. Und vor allem Schlafsack jetzt mal. Habe ich... natürlich nichts dabei für den Schlafsack. Obwohl, den kann ich mir aufs Planfer was, ne? Da brauche ich ja keinen Stoff mehr für. War ja Player, alles gut, alles gut. Ich dachte gerade, ich hätte oben was gehört. Etwas Bellendes. Kling. Schön, haben wir 2 Ein- und Ausgänge. Und können bei Bedarf abhauen, wenn irgendwo die Kacke am Dampfen ist. So richtig. Aber drüben sollte eigentlich alles gut gehen. Ich muss gucken, dass ich noch genug Stahl habe zum Reparieren. Dann wollen wir mal beim Händler schauen. Dieses Reinforced Steel Upgrade. Das ist teuer. Ich glaube, wir können es auch bisher nur da kaufen. Ich habe es noch nicht irgendwie als Rezept gesehen. Aber dann können wir zumindest schon mal... ich weiß gar nicht, ob wir die Spikes damit machen können. Ich glaube nicht. Aber die 50er Concrete Pillars, die können wir dann schon mal... nochmal verstärken, das sind nochmal 12.000 Hitpunkte mehr. Bis die da durch sind, das dauert. Problematisch ist es halt nur, weil du brauchst das Zeug zum Reparieren auch. Das heißt, ja, unser Geld wird hauptsächlich dafür drauf gehen. Wäre natürlich schön, wenn wir hier auch noch irgendwo einen Händler hätten. So, in der direkten Nähe. Aber man kann ja nicht alles haben. So. Wo sind wir denn? Minus 57. Ach komm. Da, 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 yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Mir ums Craft hier. Ja, hör auf hier rumzuhupen. Oh, ist ja schön, dass man immer noch 2 ausheben muss. Jetzt überlegt euch mal hier 3 hoch wegmachen. Katastrophe, ey. Hasse. Das hat so lange gedauert und so geht's jetzt einigermaßen. Ich meine, es wird immer noch lange dauern. Aber nicht so lange wie mit 3. Ey, das war ein Krampf. Ich glaube, einfach 13 war es. 12, ich weiß es gar nicht mehr.
Das war auf jeden Fall ziemlich nervig. Ja, dann müssen wir ein bisschen rüber und dann ist doch gut. Ja, das wird funktionieren. Super. Dann hauen wir uns mal eben schnell die Leiter dahin. Erstmal so ein bisschen so und dann werde ich mal ein bisschen weitermachen, kurz bevor ich dann hinten auf die Kreuzung treffe, sage ich es mal so, oder auf den anderen Gang, dann schalte ich wieder ein. Oh! Na, jetzt wollen wir erstmal gucken. Nee, da ist nichts. Da ist nichts, schade. Aber wenn schon mal einmal Gravel ist, dann kommt noch mehr Gravel. Man sieht das aber auch schlecht, ne? Die Texturen sind da wirklich so wischiwaschi. Na komm, dann ist doch nur ein Corn on the Cup. Nein. Die geben nicht viel, aber um ein bisschen zu überleben reicht es. Ich freue mich schon auf den Tag, wo man Tiere halten kann und züchten kann. Oh, wäre das schön. Hat man doch gar nicht gehauen. Der stellt sich mal an hier. So. Oh, das geht doch recht fix. Sollte ich in einer halben Stunde da sein eigentlich? Vorausgesetzt, die Axt hält noch ein bisschen, aber da werde ich mir dann keine neue herstellen, weil ich habe ja die Workbench nicht dabei. Jihi. Die muss auch noch natürlich unten rein, aber ich repariere das Baby jetzt so lange, bis wir den Gang fertig haben und dann werde ich mir nochmal eine neue herstellen, wenn ich dann drüben bin. Ja, nur mal ein Level-Up hier, wunderbar. Komm, dann gehen wir eben noch nach oben. So, blockmäßig ist das Ding jetzt richtig, ja. Genau dahin. Und du dahin, wunderbar. Aber irgendwie versaut das trotzdem wieder, ne? Ja, warum? Wahrscheinlich war der eine das gerade, wo ich doppelt gesetzt habe. Das ist mal ein Rabbit Hole, ey. Ja, mit dem Runterspringen, das mache ich nie wieder. Also, da hat er irgendwie, ja, zu spät gedrückt oder zu schnell berechnet. Ich weiß es nicht. Müssen wir den harten Weg machen. Trotzdem schon erstaunlich, mit welcher Geschwindigkeit er dann hier runterrennt, ne? Oder rauf halt. Was im echten Leben gehen würde, Spider-Man ist ein Witz dagegen. Da, da, da. Und gleich ist es dunkel und ich hoffe nicht, dass da irgendwas kommt. Kann ich nämlich nicht gebrauchen. Auf gar keinen Fall. So. Nach oben und dann mache ich aus. Buddel. Beziehungsweise hole ich eben nochmal. Ich kann doch Stahl kann ich holen zum Reparieren. Oh Mann, was ein Loch, ey. Tja, Kinder, es baut nie auf einem Berg. Umso mehr habt ihr hier zu knüppeln. Mal gespannt, ob die Horde auch wirklich richtig kommt. Also, ob die richtig spawnt und nicht irgendwie unten am Fuße des Berges und die sich dann durch den Berg kloppen und die auf einmal neben meinem Bunker so in der Seite sind. Dann wäre das ganze Konzept mehr voll für den Eimer. So. Da, 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 da. Ja, ich glaube, ich sehe. Ja, da ist Licht am Ende des Tunnels. Hip, hip, hurra. Gut, meine Lieben, dann moderiere ich mal ab und sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, einen netten Kommentar oder sogar ein Abo. Die 2000 sind in greifbarer Nähe. Oh mein Gott, ich bin schon so aufgeregt. Da, Wahnsinn. Echt. Das rennt momentan richtig gut und ja, bin ich mal gespannt, wie das weitergeht hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Dann sehen wir uns kurz vor der, wie nennt man das, Hochzeit, ne, wenn so zwei Tunnels aufeinandertreffen. Ich weiß es nicht, egal. Gut, bis dann, macht's gut. Tschüss.